Hast du nicht gesagt, dass man Versprechen halten muss? Nein. Nein und nochmals nein. Dem Berger sind fast die Augen rausgefallen, als er deine Mutter hinterher gesehen hat. Ich will doch nur mal vernünftig mit dir reden, Alexander. Nur ein einziges Mal. Geht das nicht in deinen Schädel rein? Sein Name ist Georg Hasselfeld. Oh. Gut, dass ihr da seid. Die haben doch glatt unseren Wettbewerb gecancelt. Ach ja, so plötzlich. Ist ja irgendwie komisch. Wir haben dich im Fernsehen gesehen. Dich und unsere Entwürfe. Habe ich doch gut promotet, oder? Ja, nur leider hast du unsere Namen nicht erwähnt. Oh, echt? Ja, echt. Hey, jetzt hör endlich auf mit diesem miesen Spielchen. Du hast uns angelogen. Diesen Wettbewerb gibt's überhaupt gar nicht. Vanessa, wegen dir habe ich ewig lange an diesen scheiß Entwürfen gearbeitet. Was bildest du dir überhaupt ein? Jetzt komm mal wieder runter. Halt mal die Luft an, noch viel schlimmer ist, wie du deine Freundin Marlene behandelt hast. Nur um die paar Minuten ins Fernsehen zu kommen, sag mal, du spinnst doch. Echt armselig. Komm, Marlene, wir schauen, ob wir unsere Entwürfe noch irgendwo anders einreichen können. Weißt du, was dein Problem ist? Dass sich in deiner Welt immer alles nur um dich dreht. Das ist doch echt armselig. Und solltest du noch mal so eine miese Aktion abziehen wollen, dann mach dich auf was gefasst. Miststück. Ihr lasst ja wirklich nicht locker, egal wie lange es dauert. Tja, wenn du dich nicht so geziert hättest wie eine Zicke am Strick. Ich muss doch bitten, Gustl, ja? Also dann. Ich glaube, du hast noch ein Gespräch vor dir. Oh, sieht ganz danach aus. Ja, dann tschüss. Ja, tschüss. Sucht ihr mich? Ja, wir machen uns Sorgen um Sie. Solange ihr da seid, kann mir ja nichts passieren. Aber im Ernst, die Herren eben, das sind ehemalige Studienkollegen von mir. Und was wollten die? Das, lieber Kai, geht dich gar nichts an. Übrigens, Gerüchte entstehen immer dann, wenn man urteilt, bevor man was weiß. Und wie sollen wir etwas wissen, wenn sie uns nichts sagen? Stimmt. Aber ich darf doch auch meine kleinen Geheimnisse haben, oder? Hey Mama, es ist nicht einfach für mich, aber ich habe lange überlegt. Danke, dass du mir endlich die Wahrheit gesagt hast, auch wenn das ein ganz schöner Hammer war. Alex, ich... Du siehst aus, als hättest du schon wieder Geister gesehen. Das ist jetzt überhaupt nicht komisch. Was ist denn passiert? Du musst mir erst versprechen, dass du nicht gleich wieder auf mich losgehst. Ja, versprochen. Jetzt red schon Klartext. Willst du es wirklich wissen? Komm, jetzt spuck schon aus, du alter Spinner. Deine Mutter hat auf dem Parkplatz mit Berger rumgemacht. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Ich glaube, es ist besser, wenn du das Labor jetzt verlässt. Und wenn ich keinen Bock drauf hab? Dann wird eine 6 mündlich nicht reichen. Dann kann ich dich nachsitzen lassen. Dazu eine kleine Hausarbeit und das Labor müsste dringend mal wieder gewischt werden. Reicht das? Das tut mir jetzt aber leid. Ah, Leute, keine Frage wie der Captain, der die Titanic alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.